Seid gegrüßt, liebe Teichbauer und selber Bastler. Hiermit begrüße ich euch zu einem neuen Teichbau-Video-Tagebuch. Hier auf meinem Einfach-Koi-Kanal. Ich schlage vor, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los mit Teil Nummer 76 von meiner kleinen Teichbau-Videoserie. Im heutigen Video dreht sich alles um das Thema UVC-Reaktor. Den werden wir in diesem Video heute selber bauen. In Teil 75 habe ich ja bereits alle Maße, die ich für den Bau des UVC-Klärers benötige, gemessen und notiert. Zum Glück sind mittlerweile alle benötigten Bauteile für den UVC-Klärer endlich auf meiner Teichbaustelle angekommen. Und glaubt mir, das ist in der aktuellen Situation gar nicht so einfach gewesen, denn es gibt nirgendwo mehr HT-KG-Rohre. Auch mit PVC-Druckrohr wird es langsam eng. KG-2000, was deutlich UV-beständiger ist, habe ich nicht bekommen. Deswegen baue ich den UVC-Reaktor aus normalem KG-Rohr. Die Basis für meinen UVC-Reaktor bildet dieses 90 Grad T-Stück in DN200. Um alle Maße korrekt zu ermitteln, habe ich das T-Stück bereits am Ausgang meiner Biokammer probehalber montiert. Mittlerweile ist auch ein Großteil der 90 Grad Bögen eingetroffen, die ich für die Verrohrung meiner Filterkammer benötige. Doch darum kümmern wir uns erst, wenn der UVC-Reaktor fertig ist. Im ersten Arbeitsschritt bauen wir die Halterung für die UVC-Röhre in ein KG-Muffenstopfen in DN200 ein. Um die Halterung für die UVC-Lampe bequem einbauen zu können, benötige ich eine Bohrung von 35 mm Durchmesser mittig im Deckel. Dafür verwende ich eine Bohrkrone oder einen Stufenbohrer. Rings um die Halterung werden wir den Deckel noch mit ein paar Bohrungen versehen, so dass kapillare Luft, die sich sonst im UVC-Reaktor sammeln würde, entweichen kann. Zum Bohren der Löcher verwende ich natürlich meinen Akkuschrauber, der hat mir bei meinem gesamten Teichbauprojekt gute Dienste erwiesen. Damit dann später die UVC-Röhre schön mittig im Reaktor sitzt, messe ich mir jetzt mit Hilfe eines Zollstocks die Mitte von dem Muffenstopfen genau aus. Es ist besonders wichtig, dass die UVC-Röhre schön mittig im Reaktor sitzt, damit dann die Bestrahlung später schön gleichmäßig wirken kann. Jetzt, wo die Position für die Bohrung ermittelt ist, würde ich sagen, wir legen los und bohren erstmal ein Loch. Leider habe ich die Bohrer vergessen, deswegen muss ich dazu die Bohrkrone missbrauchen. Die entstandene Bohrung ist leider etwas zu klein, um den großen Stufenbohrer vernünftig anzusetzen, deswegen wechsle ich jetzt nochmal auf den kleinen und bohre erstmal damit vor. Sobald das Loch groß genug ist, um den großen Stufenbohrer anzusetzen, wechsle ich auf den großen Stufenbohrer und bohre die Bohrung erstmal bis auf 32 mm auf. Bei dieser Arbeit ist Vorsicht geboten. Bitte unterschätzt die auftretenden Kräfte beim Einsatz von so einem Stufenbohrer oder so einer Bohrkrone nicht. Spannt das Werkstück vernünftig ein und macht das bitte nicht so leger aus der Hand wie ich. Damit die Bohrung für die Durchführung nicht unnötig groß gerät, habe ich mich entschlossen, erstmal das Ganze auf 32 mm aufzubohren. Jetzt halte ich mal kurz die Durchführung an und schaue mir an, wie viel größer das Loch wirklich werden muss. Danach wechsle ich noch einmal auf einen größeren Stufenbohrer und bohre das Loch bis zur finalen Größe auf. Dabei wird die Bohrung auch gleich noch entgratet und dann kann ich direkt probieren, ob die Durchführung in das Loch passt. Wenn alles gut passt, ist der Einbau der Durchführung kinderleicht. Ihr müsst nur darauf achten, dass die PE-Dichtung innen im Reaktor sitzt. Dann baut ihr das Ganze zusammen, dann kommt oben die Gummidichtung drauf. Danach folgt dann die Kontermutter, die hält das Ganze dann später auch wasserdicht zusammen. Aber bitte versteht mich nicht falsch, in meinem Fall muss das Ganze gar nicht wasserdicht werden. Dennoch verwende ich so eine Durchführung, damit dann später meine UVC-Lampe schön sicher in meinem Reaktor sitzt. Dafür sorgt auch diese kleine Dichtung, die ich jetzt hier gerade einsetze. Und damit sich nichts lösen kann, wird das Ganze auch noch mit einer Überwurfmutter fest verschraubt. Um die Lampe einzubauen, muss ich nur noch die Mutter lösen, die UVC-Lampe einschieben und das Ganze wieder festschrauben. Ich finde, das ist wirklich eine simple und saubere Lösung. Ich verlinke euch das Teil mal unter diesem Video in der Videobeschreibung. Um zu verhindern, dass sich im Wasser gelöste Gase langsam aber sicher im UVC-Reaktor ansammeln und damit den Durchfluss behindern, bekommt der Muffenstopfen noch ein paar zusätzliche Bohrungen. Durch diese Bohrungen können unerwünschte Gasansammlungen entweichen. Der Durchfluss vom Reaktor bleibt während der gesamten Betriebsdauer immer konstant. Durch ein größeres Luftpolster im UVC-Reaktor könnte es dazu kommen, dass euch eure UVC-Röhre überhitzt
und dadurch schneller das Zeitliche segnet. Damit die Luft ungehindert aus dem Reaktor entweichen kann, verteile ich die Bohrung rings um die Durchführung gleichmäßig. Die Bohrungen müssen groß genug sein, damit die Luft ungehindert entweichen kann, aber nicht so groß, dass sich eine größere Menge Wasser auf dem kurzen Weg durch euren Reaktor mogeln kann. Und wenn der Reaktor später geschlossen ist und arbeitet, könnt ihr durch die Bohrungen gut erkennen, ob die UVC-Röhre im Inneren auch wirklich arbeitet. Der Deckel selbst wird ja dann später im Reaktor eingesetzt, wirklich völlig ohne Dichtung, das Eigengewicht reicht aus, das Ganze bleibt so unter Wasser. Diese einfache und simple Konstruktion vereinfacht die Wartung der UVC-Röhre ungemein, denn so lässt sich der UVC-Reaktor innerhalb von wenigen Sekunden öffnen, um Wartungsarbeiten durchzuführen oder die UVC-Lampe auszutauschen. So ein Reaktor macht natürlich auch den Betrieb von einer Tauch-UVC an eurer Teichanlage unheimlich viel sicherer. Aber auf die Vor- und Nachteile von so einem Reaktor gehe ich dann am Ende von diesem Video nochmal ein. Denn jetzt schauen wir uns erstmal an, wo und wie der Muffenstopfen genau eingebaut wird. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, den UVC-Reaktor baue ich für die Filteranlage in meinem Koi-Haus. Denn dort bin ich endlich mit der Teichabdichtung aus flüssiger Teichfolie fertig und kann mich um den Ausbau meiner Filteranlage kümmern. Den UVC-Reaktor möchte ich gerne in meine Biofilterkammer einbauen. Der UVC-Reaktor sitzt direkt vor der Wasserrückführung zurück in den Teich. Warum und wieso ich mich für diese Anordnung entschieden habe, das erfahrt ihr natürlich auch noch in weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Jetzt wechseln wir erstmal die Kamera, damit ihr alles besser erkennen könnt. Der Aufbau von meinem UVC-Reaktor ist wie immer sehr simpel und wartungsfreundlich. Bisher besteht das Ganze nur aus einem 90 Grad T-Stück. Am unteren Ende ergänzen wir das Ganze mit einem weiteren Rohrstück. Das sorgt dann später für eine bessere Wasserführung und eine gleichmäßigere Bestrahlung. Und oben setzen wir dann nur noch den Muffenstopfen ein. Durch diese Art der Konstruktion wirkt alles schön aufgeräumt. Es ist simpel und kostengünstig. Und der Betrieb einer Tauch-UVC-Lampe wird durch so einen Reaktor auf jeden Fall auch viel sicherer. Das Wasser wird dank dem Reaktor vernünftig an der UVC-Lampe vorbeigeführt. Das wiederum sorgt für eine effizientere Bestrahlung und deshalb bringen wir jetzt auch am unteren Ende noch ein Rohrstück an. Damit meine simple Konstruktion funktioniert, benötige ich noch ein passendes Stück Rohr, was auf einer Seite mit einer Muffe versehen ist. Die gewünschte Länge habe ich bereits auf das Rohrstück übertragen und das Abfallstück, was übrig bleibt, findet bestimmt auch noch seinen Einsatz an einem meiner Teichanlagen. Sobald ich mir sicher bin, dass alle Maße 100%ig passen, beginne ich mit dem Zuschnitt. Für den Zuschnitt verwende ich einen handelsüblichen Fuchsschwanz. Beim Zuschnitt vom Rohr versuche ich immer darauf zu achten, dass der Schnitt rechtwinklig zum Rohr erfolgt. Denn ich möchte, dass das Wasser so gleichmäßig wie möglich in den UVC-Reaktor einströmen kann. Damit es keine Probleme mit der Durchflussrate gibt, muss die Rohröffnung einen festgelegten Abstand zum Boden meiner Filterkammer aufweisen. Denn das Wasser tritt ja später am unteren Ende vom UVC-Reaktor ein und strömt dann von unten nach oben durch den Reaktor. Und damit es das so frei und ungehindert wie möglich machen kann, werden alle Schnittkanten am Rohr entgratet. Das reduziert die Verwirbelung, die das einströmende Wasser in den UVC-Reaktor verursacht. Denn jedes schlecht entgratete Rohr in so einem Luftebenteich erhöht nur unnötig den Widerstand. Und solche Kleinigkeiten summieren sich schnell auf und es kostet euch am Ende von einem Tag erhebliche Förderleistung. An solchen Stellen bleibt auch gern mal unerwünschter Dreck oder irgendwelche Algenflusen hängen und dann setzt es euch am Ende auch noch langsam die Rohrleitung zu. Alles das könnt ihr auf gar keinen Fall gebrauchen. Jetzt, wo alle Teile, die wir für den UVC-Reaktor benötigen, die richtige Länge haben, würde ich vorschlagen, wir machen uns an den Einbau. Ob der Abstand hier unten zur Bodenplatte passt, das schauen wir uns gleich genauer an. Ich stecke das Ganze erstmal ohne Dichtung zusammen und dann messe ich im unteren Bereich den Abstand zur Bodenplatte noch einmal genau aus. Ich hoffe, dass ich den UVC-Reaktor richtig dimensioniert habe. Dazu habe ich einiges an Berechnung angestellt, aber am Ende werden wir sehen, ob alles passt, wenn die Umwälzung am Teich läuft. Für die Montage ziehe ich jetzt nochmal das T-Stück ab, stecke das Rohr auf und stecke das Ganze wieder zusammen. Und schon ist der UVC-Reaktor fertig. Die Kosten für den Bau von so einem Reaktor sind am Ende überschaubar. Bisher habe ich in das Projekt nicht mehr als 50 Euro Materialkosten investiert. Im Idealfall baut ihr das Ganze natürlich aus PE-Rohr oder KG2000. Die Mehrkosten für das Material hätte ich gerne investiert,
Doch leider ist es ja aktuell nicht zu bekommen. Mit dem Abstand zur Bodenplatte bin ich auch zufrieden. Ganze 9 cm sind es geworden. Daraus könnt ihr euch ja eine Mantelfläche ausrechnen. Und die sollte am Ende doppelt so groß sein wie die gesamte Querschnittsfläche vom Rohr. Denn nur so fließt dann später im Schwerkraftbetrieb meiner Teichanlage genug Wasser durch das Rohr, ohne unnötig große Förderwiderstände zu erzeugen. Damit der UVC-Klärer dann später auch wasserstandsunabhängig funktioniert, habe ich das Ganze in meine überstaute Biofilterkammer eingebaut. So lässt sich der UVC-Reaktor dann später auch bei unterschiedlichen Wasserständen in der Teichanlage gefahrlos betreiben, ohne dass mir die Anlage trocken läuft. Deshalb habe ich den UVC-Reaktor auch so tief wie möglich in die Biofilterkammer eingebaut. Denn im normalen Teichbetrieb stehen so noch gut 20 cm Wasser über dem Reaktor. Das sollte es mir ermöglichen, den UVC-Reaktor zu betreiben, egal welcher Wasserstand im Teich am Ende herrscht. Und so solltet ihr das Ganze auch an eurem Teich planen und auslegen. Nicht, dass ihr durch das Abblasen von ein oder zwei Bürstenfilterkammern den Wasserspiegel in der Teichanlage so weit absenkt, dass euch die UVC-Anlage trocken läuft und damit das Leuchtmittel kaputt geht. Mit dem Ergebnis der heutigen Bastelei bin ich mehr als zufrieden. Die Biofilterkammer wirkt durch den UVC-Reaktor schön aufgeräumt und es gibt auch gute Nachrichten vom Materialnachschub. Ich habe endlich alle Teile bekommen, die ich für den Ausbau meiner Filterkammer noch benötige. Diese werden wir selbstverständlich in den nächsten Tagen in meiner Filterkammer installieren. Ich verspreche euch, ihr seid wie immer wieder mit dabei. Um sicherzugehen, dass die bestellten Teile auch wirklich reichen, zähle ich jetzt nochmal durch, wie viele Formteile ich für den Ausbau meiner Filterkammer benötige. Parallel dazu schaue ich mir gleich mal an, wie das Ganze mit meinem Luftheber funktioniert. Ich nehme mir erstmal alle nötigen Maße, um die Teile herzustellen, die wir für den Luftheber noch benötigen. Auf jeden Fall habe ich alle fehlenden Teile für den Luftheber bereits bestellt und die sind auf dem Weg zu mir. Wenn ihr den Einbau vom Luftheber nicht verpassen wollt, rate ich euch, meinen Kanal einfach mal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer mit, wenn ein neues Video auf meinem Kanal entsteht. Lasst mir hin und wieder mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim schönsten Hobby der Welt. Bis zum nächsten Mal auf dem Einfach-Koi-Kanal. Ciao, ciao.